Sieht deine Tastatur auch so aus oder klemmen mal wieder einige Tasten? Dann ist es höchste Zeit, sie mal zu reinigen. Studien haben ergeben, dass auf einer Tastatur im Durchschnitt bis zu 10 Millionen Bakterien pro Quadratzentimeter leben können. Das ist etwa 400 Mal mehr als auf einem Toilettensitz. In diesem Video zeige ich dir die Schritte, wie ich meine Tastatur reinige, damit ich sie wieder hygienisch rein und funktional bekomme. Bevor du loslegst, schalte deinen Computer aus bzw. zieh den Stecker deiner Tastatur ab. Lege dir Werkzeug und Putzutensilien bereit. Ich verwende dazu einen flachen Schraubendreher, ein kleines Messer, eine neue Zahnbürste, Desinfektionsmittel, Spülmittel und einen Behälter für die Tasten. Zuerst machst du dir am besten ein Foto, damit du später noch weißt, welche Taste wohin gehört. Die meisten Tasten lassen sich ganz einfach mit einem flachen Gegenstand wie einem Schraubendreher oder einem kleinen Messer abhebeln. Sei dabei vorsichtig, um die Tasten nicht zu beschädigen. Setze einfach leicht an einer Seite an und erhöhe leicht den Druck, bis die Taste aus der Halterung springt. Dann hebe eventuell noch einmal von der anderen Seite. Größere Tasten haben möglicherweise noch einen Metallbügel, welcher die Tasten hält. Löse auch diesen. Leg die abgenommenen Tasten in ein Gefäß, damit du sie später wiederfinden kannst. Sollte sich etwas von der Tastenhalterung oder Feder lösen, versuche es wieder in die richtige Position zu bringen. Jede Tastatur kann hier unterschiedlich aussehen. Sieh es dir daher am besten bei einer vergleichbaren Taste an. Mit Druckluft kannst du den Schmutz aus der Tastatur entfernen. Ansonsten klopfe den Dreck einfach etwas heraus. Putz die Zwischenräume der Tasten mit der Zahnbürste oder einem Wattestäbchen, das in Isopropanol oder Desinfektionsmittel getränkt ist. Auch die Rückseite der Tastatur kann eine Reinigung vertragen. Lass die Tastatur vollständig trocknen, bevor du die Tasten wieder einsetzt. Die Tasten kannst du mit lauwarmem Wasser und Spülmittel reinigen. Lass die Tasten ruhig ein paar Minuten einweichen. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit der Bürste entfernen. Achte darauf, dass keine Flüssigkeit in den Tastenkappen verbleibt. Trockne die Tasten anschließend gründlich ab. Mit einem Föhn kannst du nachhelfen. Setz die Tasten wieder an ihren Platz. Drücke sie dazu einfach in ihre Halterung, bis sie einrasten. Wenn es nicht so gut klappt, versuche es nochmal von der anderen Seite. Oder sieh dir die Rückseite der Tasten an, um zu verstehen, wie sie gehalten werden. Achte darauf, dass sie richtig sitzen und nicht wackeln.
Schließ die Tastatur wieder an einen PC an und starte ihn. Teste dann alle Tasten, um sicherzustellen, dass sie funktionieren. Öffne zum Beispiel Notepad zur Kontrolle. Und fertig ist deine blitzblanke Tastatur. Mit dieser einfachen Reinigung kannst du deine Tastatur regelmäßig von Schmutz und Bakterien befreien und so für ein angenehmeres und vor allem hygienischeres Tipperlebnis sorgen. Wenn du deine Tastatur sehr oft benutzt, solltest du sie alle paar Wochen reinigen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere den Kanal, um mehr hilfreiche Computertipps zu erhalten.